damit seid gegrüßt, meine lieben zweigeknommen Hobbits und Einadum, zu einem neuen Part Pokémon Schwert mit dem Zwergenfürst. Mein Gott, ist es hier still. Zu still. Gut, heute geht's hier in den Kampf gegen Olivia. Die wird uns jetzt hier. Also, wir sind an der Spitze des Rose Towers angekommen. Und hier wartet Olivia auf uns. Es ist wirklich viel zu ruhig hier. Na dann, durchbrechen wir mal die Stille. Willkommen auf dem Stockwerk des Liga-Präsidenten. Wir befinden uns hier in einer Höhe von 300 Metern. Es ist euch also tatsächlich gelungen, mein Sonderkommando aus dem Weg zu räumen. Und das offenbar ohne große Mühe. Ich hätte es wissen müssen. Immerhin hat der Champ so großes Potenzial in euch gesehen, dass er euch eine Empfehlung ausgestellt hat. Aber hier endet euer kleiner Ausflug. Ihr geht jetzt brav wieder nach Hause. Denn eines sollte euch mittlerweile klar sein. Och Gott. Habe jetzt einen kleinen Herzkasper bekommen. Leider. Ich lasse es unter keinen Umständen zu, dass ihr den Liga-Präsidenten stürzt. Dich nehme ich mir zuerst vor, Zwergenfürst. Wenn ich dich besiege, wird der Champ völlig am Boden zerstört sein und dem Liga-Präsidenten aus der Hand fressen. Olivia von Makrokosmos fordert dich heraus. Ist jetzt völlig verrückt geworden. Aus den hier. Okay, 5 Pokémon hat sie nicht richtig sehen. Naja, die kriegen wir doch geplättet. Das ist doch gar keine Ursache. Das kriegen wir doch hin. Ein Brandstempel. Ein Würde. Ja gut. So, Olivia fordert uns heraus. Na dann. Werden wir mal sehen, wer hier der Stärkere ist. Von uns zwei. Danach wirst du wahrscheinlich gegen Hope kämpfen wollen. Aber erstmal bin ich dran. Minotic. Weiterkämpfen. Sind es nur noch 4er. Okay, ein Wasser-Pokémon. Antikkraft. Versuchen wir es damit. Surfer. Oha. Das muss nicht gut gehen. Kann aber, würde ich gerade sagen. Sehr gut. Pflanzen-Pokémon, Ninlein. Die Kampfmusik ist ja richtig spannend hier. Action-Gelan. Blättersturm, na komm. Wasserring. Ja, gegen die Pflanze wird es jetzt wahrscheinlich nicht so viel bringen. Blättersturm. Nice. Und das war nicht mal nur ein Volltreffer. So, Grasmixer. Na komm, hau rein. Genesung. Okay, das finde ich nicht so toll. Na komm, Grasmixer. Lass es wirken. Hau rein. Okay. War doch wohl doch ein Zutreffer, Zufallstreffer. Ja, dass der jetzt Genesung kann, das ist jetzt, das passt mir gar nicht. Bodyguards. Rasierblatt, na komm. Zack. Okay, das hilft schon etwas mehr. Ach, das ist immer selbst heilen. Das ist doch nicht die Möglichkeit. Halte durch. Los, Minlein. Das Typ Pflanze. Du hältst das doch durch. Na komm, Blättersturm. Sehr gut. Minotic besiegt. Da waren es nur noch 3. Das geht doch schnell voran. So. Neues Level für Nini. Sehr gut. Amphiria. Ich weiß gar nicht, was das für ein Ding ist. Okay, Gift und Licht. Wahrscheinlich am ehesten. Ich versuch's mal mit Rasierblatt. Giftwolke.
Ja, mit dem Lift hatte ich schon mal recht. War ja auch unschwer zu erkennen. Level 50, oha, ja, das ist die nicht von schlechten Eltern, die Pokémon. Sind nicht unterlevelt. Giftschock. Oh wei, Mienlein besiegt. Ja gut, war jetzt auch nicht das. War jetzt auch nicht ein Typenvorteil. Ich werde es mit dem Prof probieren. Ich weiß nicht, was gegen Gift am effektivsten ist. Aber Wasser wird es vielleicht. Vielleicht wird es ja einfach durch Stoß. Vielleicht kriegt es Prof hier hin. Na komm, streng dich an, Prof. So, Aquadurchstoß. Jetzt will ich Power sehen. Jo, ordentlich. Da waren es nur noch zwei. Es läuft der Spitze für uns. Vergiftet. Ja, das ist nicht so spitze. Und du hältst es durch, Prof. Ich glaube nicht. Frugal. Leute kämpfen. Das ist jetzt wieder Pflanzegift. Oder Käfer. Würde ich sagen. Felsgrab. Versuchen wir es mal damit. Tropendick. Ja, das ist jetzt natürlich. Ich will jetzt mal mit Feuer versuchen. Mordev. Du bist dran. 53 Level. Sehr gut. Versuchen wir es mal mit Lohenkanonade. Und zack. Sehr schön. Da war es nur noch eins. Nicht richtig gesehen habe. Neues Level für Takiro und für Blacky. Sehr gut. Deponitox. Weiterkämpfen. Natürlich. Das ist mein letztes Pokémon. Echt. Ich drehe gleich durch. Deponitox. Na easy peasy lemon squeezy. Ja, lass mich raten. Giga Dynamax. Deponitox. Ja, das könnte eventuell interessant aussehen. Giga Dynamax Deponitox. Und Ratidox, die Vorentwicklung. Ja, nice. Hat ein ganzes Kreuzfahrtschiff und ein Flugzeug und einen ganzen Tower mit in sich drin. Wow. Sehe ich gerade zum ersten Mal. Nicht schlecht. Deiner Endstoß. Oha. Das haut rein. Muss man schon so sagen. Gut. Ich setze da mal auf. Ja, Tränker. Was habe ich denn da so noch dabei? Top-Genesung. In der Hoffnung, dass er mich jetzt nicht komplett umhaut. Der nächste Angriff. Schaut natürlich erstmal so danach aus. Ja, irgendwie drei Runden aushalten oder so. Bis er wieder klein ist. Ja. Lernen Taktik. Top-Genesung verständen. Gut. Das ist eigentlich nicht die beste Möglichkeit, aber gleich ist er wieder klein. Dann kann ich Giga Dynamaxing machen. Gut, noch lebig. Noch lebt das Pokémon. Da ist er wieder klein. Sehr gut. So, Mordev braucht Belebung. Sehr gut. Jetzt bin ich an der Reihe. So, na komm. Mülltreffer. Das kann doch jetzt nicht mehr so viel bringen, oder? Oh, schon ein bisschen was. Das ist jetzt nicht übel. Na komm, Giga Dynamax und deiner Brand. Na komm, Molly, du kriegst das hin. Du musst nicht komplett versagen. Jetzt will ich volle Power sehen. Hau rein. Giga Dynamax, Mordev. Attacke. Na komm. Zack. Feuerball. Nice. Das hat reingehauen. Und da war es mit ihr vorbei. Gegner besiegt. Olivia besiegt.
Noch kein Eislevel, aber fast. Tja, das ist aus Giga Dynamics hier. Oliver von Makrokosmos wurde besiegt. Verloren. Ach, Olivia, du bist echt zu nichts zu gebrauchen. Rund 7280 Pokémon der Land geht siegreich aus dem Kampf gegen Olivia hervor. Wie ist das möglich? Wie konnte ich deine Stärke so unterschätzen, obwohl du dich bei der Arena Challenge so gut geschlagen hast? Ihr könnt euch glücklich schätzen. Normalerweise würde ich euch noch weiter das Leben schwer machen. Aber wir haben nun alle Wunschsterne, die wir brauchen. Daher dürft ihr tun lassen, was ihr wollt. Dann könnt ihr daran eh nichts mehr. Wow. Du bist einfach nicht aufzuhalten, Zwergfürst. Wie du deinen Monte Cabro all die Tricks und Kniffe entlockt hast, ist echt der Wahnsinn. Also ich wäre mal ein bisschen froh über Musik, ein bisschen Soundtrack im Hintergrund, aber gut. Es ist Zeit, die nötigen Vorbereitungen für den Liga-Präsidenten zu treffen. Nach wie vor keine Musik oder was? Aber Delion, ich habe es dir jetzt schon 100 Mal erklärt. Willst du mich einfach nicht verstehen? Du als Champ solltest es doch wirklich besser wissen. Ich verstehe nur zu gut, wie was sie sagen. Für mich. Achso, das ist Delion. Für mich gibt es aber einfach keinen Sinn, das Turnier morgen abzusagen, um ein Problem zu lösen, das 1000 Jahre in der Zukunft liegt. Kann diese Sache wirklich nicht noch einen einzigen Tag warten? Als Champ sehe ich es als meine Pflicht an, morgen zu diesem Kampf anzutreten. Die Bürger der Galar-Region und nicht zuletzt ich selbst. Wir freuen uns schon so lange darauf. Dann verstehst du es noch immer nicht. Du verstehst es einfach nicht. Sieh genau hin, Delion. Das ist die Galar-Region. In 1000 Jahren... wird die Energie, die für das Aufrechterhalten des Nichtglanzes nötig ist, völlig erschöpft sein. Doch wenn dieser Tag kommt, werden wir längst nicht mehr am Leben sein. Unsere Zeit hier ist begrenzt und genau deshalb zählt jetzt jeder einzelne Tag. Je schneller wir handeln, um diese Probleme endgültig aus der Welt zu schaffen, desto besser. Ich will eine bessere Zukunft für alle schaffen, Delion. Verstehe. Liga-Präsident, das ist also, was uns in 1000 Jahren erwartet. Ich glaube, jetzt habe ich ein besseres Bild davon, worauf Sie hinaus wollen. Sie haben mein Wort. Ich werde Ihnen helfen, sobald der Champ Cup morgen vorbei ist. Delion, ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht, weil du nicht zu unserer Verabredung aufgekreuzt bist. Dich hier zu finden, war alles andere als einfach. Zum Glück hat Ness uns geholfen und Mary und Simier auch. Es tut mir wirklich leid, dass du so viel Ärger wegen dir hattest, Hope. Weißt du, manchmal sind Erwachsene zu stolz, um eine aufrichtige Konversation zu haben und reden stattdessen völlig aneinander vorbei. Macht euch keine Gedanken über all das hier. Lasst uns einfach zum Hotel zurückkehren und uns nach Herzenslust den Bauch vollschlagen. Die Rechnung geht natürlich auf mich. Ich hoffe, Sie sehen sich die Kämpfe morgen an, lieber Präsident Rouse. Dieses Turnier wird in die Geschichte Ganas eingehen. So viel steht fest. Du magst dich damit zufrieden geben, in die Geschichte Ganas einzugehen. Aber ich habe vor, die Geschichte zu verändern. Wenn nötig, auch im Alleingang. Am Abend des nächsten Tages. Es ist soweit. Und hast du dich auch richtig ausruhen können?
Ich bin so nervös, als würde ich selbst antreten. Du bist Zwergenfürst, richtig? Das Finalturnier beginnt in Kürze. Wenn du möchtest, bringe ich dich gern zum Stadion. Also ich hätte schon gern das leckere Essen gesehen, was die dort verspeist haben. Scheinbar haben sie das nicht mit reingeschnitten. So sieht's aus. Hey, tun Sie ja nicht so, als wäre gestern nichts passiert. Ein Partner gut rum. Und ich zeige Ihnen nur zu gerne, wo der Hammer hängt. Moment, nichts überstürzen. Ich gehöre zu den Guten. Nicht alle Angestellten der Bookmania fordern Olivias Befehl, folgen Olivias Befehlen bildend. Ich habe natürlich gehört, was gestern passiert ist. Und das tut mir natürlich alles sehr leid. Olivia würde alles für den Liga-Präsidenten tun, ohne Rücksicht auf Verluste. Offenbar hatte sie zu diesem Zweck sogar extra eine Gruppe von Experten auf den Angestellten der Bookmania rekrutiert. Aber ich kann euch beruhigen. Die Angestellten, die sich heute um euch kümmern werden, wollen euch nichts Böses. Nun gut, klingt, als könnten wir ihr Vertrauen zeigen, Fürst. So, aber jetzt ab zum Stadion mit dir. Ich will dich endlich kämpfen sehen. Ja, hast mich gerade schon bei Olivia. Soll ich dich zum Score-Stadion bringen? Ja, warum nicht? Naja, eigentlich habe ich für heute erstmal genug Kämpfe, aber naja, was so ist. Gut, dann lass uns gleich losgehen. Gut, dann geht's dort wohl auf und los. Ich suche eine seltene Liga-Karte, aber sie ist überall vergriffen. Okay, hier kann ich nach wie vor nichts kaufen. Wie sieht's mit meinem Team aus? Ist natürlich super geheilt. Ich würde aber trotzdem hier mal kurz einkaufen gehen und mal ein paar Items kaufen. Ein paar Tränkchen und so. Können nicht schaden. Etwas kaufen. Hypertrank. Okay, 20 haben wir davon noch. Ja. Wenn wir auch schon mal hier sind. Schadet ja nicht. Top-Genesung. Nochmal 10 draus. Beleber haben wir davon auch noch genug. Ja. Machen wir es rund. Sehr gut. Gut, dann wären wir bereit. Trink haben wir noch genug. Zwergenfürst. Auf geht's in die Arena. Zum Champ Cup. Da wären wir im Score-Stadion, dem krassesten Stadion Galars. Und hier wirst du die allerbesten Kämpfe abgeben. Los, melde dich an. Schon dabei. Score-Stadion. Na, komm, los geht's. Hallo Zwergenfürst, wir haben dich schon erwartet. Da du beim Vorturnier erfolgreich warst, trittst du als nächstes mit 7 Arenaleitern zum Finalturnier an. Diesmal werden sie sich nicht zurückhalten. Wenn du schaffst, das Turnier zu gewinnen, triffst du schließlich auf den Champ Demion. Möchtest du den Wettbereich betreten? Den Wartebereich. Gerne bitte hier entlang. Gut. Oh, da sind sie alle schon versammelt. Muss gegen jeden nochmal kämpfen, also gegen alle 7 oder wieder nur irgendwie Mischmasch. Wieder nur ein bisschen. Okay, ich würde gerne diese Karte anschauen. Kann ich das gar nicht? Schade. Gut, mal schauen, gegen wen wir so kämpfen werden müssen. Hallo, lange nicht gesehen. Unser Kampf bei der Arena Challenge war nichts weiter als ein Test. Hier wird alles anders. Schluss mit Weichspieler. Jetzt wird ernst gemacht. Hallo, Les. Mein Ziel, gewinnen, würde ich sagen. Und zwar ganz ohne Dynamax. Mir geht es um die Ehre der Bewohner von Zweigfurt. Ich will, dass sie wieder lächeln können. Okay, mal schauen, gegen wen wir also alles antreten müssen. Hoffentlich nicht gegen alle 7. Ich werde das Finalturnier gewinnen. Und mir so das Recht erkämpfen, Delion herauszufordern. Nur so kann ich mich bei Duraldon
und meinen anderen Team-Pokémon gebührend bedanken. Seltsam, mein Herz rast vor Aufregung, aber das ist sicher nur vor Vorfreude. Wie sei das auch hier? Ich treffe gleich im ersten Kampf auf Roy. Das nenne ich mal Pech. Aber ich gebe mich nicht so schnell geschlagen, selbst wenn er wieder mit dem Wetter spielt. Ach so, also er gegen Roy, ach so, also müssen wir nicht gegen alle spielen. Alles klar. Mit der Konkurrenz mache ich kurzen Prozess. Du wirst schon sehen. Meine Pokémon und ich werden beim Publikum einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich stelle mich stets neuen Herausforderungen, damit ich als Pokémon-Trainer nicht irgendwann auf der Strecke bleibe. Wenn du immer zu versuchst, über dich selbst hinauszuwachsen, ermattet dein Glanz nie. Okay. Na dann. Geht's im nächsten Part wohl auf an das Finale der Arena Challenge, den Champ Cup, und dann hoffentlich am Ende, wenn wir es gegen alle nochmal schaffen, gegen den Champ Delion. Entschuldige, aber wir haben noch befugte Personalzutritt. Die Öffnungszeremonie des Finalturniers beginnt gleich. Bitte begebe dich zum Kampfplatz, sobald du bereit bist. Joja. Können wir nach wie vor nicht drauf gucken. Sehr schade, ich würde gerne die Grafik sehen und herausfinden, mit wem ich so antrete. Ich habe mich also gegen alle Rivalen, gegen Mary, gegen Hope, gegen alle, die so auch kandidiert haben, hervorgehoben. Ich war also stärker als andere drin in der Vorrunde. Und jetzt bin ich der Einzige, der Arena Challenger, der es geschafft hat, bis ins Finalturnier. Joa, na dann, würde ich mal sagen, auch wenn der Part vielleicht noch nicht ganz die Länge erreicht hat, die er sollte, wenn ich das hier an dieser Stelle, wir haben heute viel erlebt, Olivia bekämpft, das Zwiegespräch zwischen dem Liga-Präsidenten und dem Champion erlebt, und jetzt haben wir uns jetzt hier schon ordentlich vorbereitet für den Champion Cup. Im nächsten Part geht es dann in den Champion Cup. Ja, Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und man sieht es im nächsten Part. Ja, Glocke aktivieren, ihr wisst Bescheid. Einen ganz fürstlichen guten Tag haben. Vor allem. Und ja, haut da rein. Bis zum nächsten Video, bis zum nächsten Part. Pokémon Schwert mit dem Zwergfürst. Bis dahin und ciao, ciao.